So, meine Lieben, es ist wieder Zeit für ein neues Workout-Video und wie ihr in letzter Zeit mitbekommen habt, bin ich totaler Fan von Home-Workouts geworden. Ich habe einfach gemerkt, wenn man das richtige Equipment hat, dann kann man zu Hause auch wirklich effektiv trainieren. Ich hatte jetzt auch sehr oft nach meinen Home-Workouts auch wirklich mal Muskelkater, das hatte ich früher nie. Einfach weil ich, glaube ich, bei den Home-Workouts immer nur so 50% gegeben habe und dementsprechend waren sie dann auch nicht ganz so effektiv. Aber in letzter Zeit, wo ich dann wirklich sage, das wird jetzt ein richtiges Workout hier und auch Gas gebe, ja, finde ich, dass ich das Gefühl habe, das ist wirklich effektiv und bringt auch was für meine Form und meine Muskeln. Und deswegen werde ich euch heute ein weiteres Homeworkout zeigen, und zwar in Kombination mit Miweba und dem neuen Waveboard. Kurz vorab, warum sind Vibrationen überhaupt effektiv und was machen sie überhaupt? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man auf so einem vibrierenden Gerät steht, dann wehrt sich der Körper quasi dagegen und dann werden alle unsere Muskeln aktiviert. Und erstens, natürlich die Vibration ist anstrengend und geht auch in die Tiefenmuskulatur, also auch wirklich Muskeln, die ihr vielleicht so mit einer normalen Übung nicht trefft, werden dadurch getroffen. Und zweitens, wenn mehr Muskeln betroffen sind, dann verbrauchen auch mehr Muskeln Energie und das bedeutet, ihr verbrennt mehr Kalorien im Training und das bedeutet am Ende natürlich, ihr könnt damit leichter abnehmen, weil umso höher, umso mehr Kalorien wir verbrennen, umso eher können wir es natürlich mit, haben wir eine höhere Kalorien, eine höhere Kalorienbilanz am Ende und dadurch nimmt man dann eben am Ende ab. Genau, und deswegen trainiere ich auch mit dem Waveboard und werde euch heute da mal so ein kleines Ganzkörper-Workout zeigen. Ich werde es wieder mit einem Voice-Over unterlegen und wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir beginnen mit einer der bekanntesten Übungen überhaupt, nämlich dem Liegestütz. Ich mache sie hier in der Frauenvariation. Meiner Meinung nach aber gerade mit dem Board extrem anstrengend. Natürlich könnt ihr sie auch ganz normal machen. Und hier ist das Besondere, dass ihr den Kopf neutral haltet und auch nicht zu schnell seid. Meine Videos sind natürlich wie immer schneller gemacht, aber ihr solltet schon so 2-3 Sekunden für eine Liegestütze brauchen. Die nächste Übung ist der Seitstütz und ich habe sie deswegen Ganzkörper genannt, weil wir hier Bauchmuskulatur, Schultergürtel und Hüftabduktoren trainieren. Wäre es ein Workout-Video von mir, wenn keine Hip-Thrusts vorkommen würden? Ich denke nicht. Und so auch hier und mit dem Board ist das natürlich auch deutlich anstrengender. Probiert auch einfach mal die Spannung oben zu halten. Und ihr werdet merken, das zieht ganz schön in den Beinen. Ich habe auch gerade die Szene, in der ich das Board verschnellere, beziehungsweise die Vibrationen erhöhe, drin gelassen, einfach damit man sieht, man hat halt immer Speckrollen, wenn man sich hinsetzt, aufsetzt, das ist einfach ganz normal. Wir machen jetzt das aufrechte Rudern, eine sehr gute Übung für die Schulter, aber auch für den Rücken. Und hier überkreuze ich die Bänder und ziehe sie dann bis unter mein Kinn. Ganz hoch bin ich mit denen jetzt nicht gekommen. Ist aber nicht schlimm, ist immer noch effektiv. Hier seht ihr es auch noch mal ein bisschen näher. Wichtig ist hier vor allem, dass ihr nicht irgendwie Schwung holt aus dem Unter- oder Oberkörper. Denn wir wollen die Übung ja richtig machen und nicht nur abfälschen, um wirklich unsere Muskeln zu strapazieren, zu reizen und eben Muskeln aufzubauen und unsere Arme und Schultern zu formen. Ich muss übrigens mal erwähnen, dass meine Bauchmuskeln sich mega trainiert angefühlt haben, während ich auf diesem Board stand und zum Beispiel jetzt die Bizepsübung gemacht habe oder davor die Schulterübung. Man merkt das nicht, aber der ganze Körper wird echt richtig durchgeschüttelt. Zu guter Letzt noch eine Übung mehr für die Oberschenkel oder eben allgemein für unsere Beine. Hier probiere ich dann wirklich auch 60 Sekunden ohne hochzugehen, in der Kniebeugenposition zu bleiben und das auch zu halten. Und Leute, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Probiert es einfach mal selbst. Ihr kennt ja auch bestimmt die Übung, bei der man so an der Wand lehnt. So in die Richtung geht das und das ist echt anstrengend. Als Abschluss zeige ich euch jetzt nochmal das Board. Hier haben wir den Bildschirm und das ist halt super praktisch. Der ist richtig groß und übersichtlich, weil viele Übungen habe ich ja zum Beispiel einfach 30 Sekunden gemacht. Und dann kann ich hier sehen, wie weit es ist. Bei Speed kann man einstellen, wie wackelig man es haben möchte. Was ich auch gut finde, dass hier kann man die Bänder einhaken. Die sind übrigens schon dabei, wenn ihr das bestellt. Also das müsst ihr nicht extra kaufen, das ist alles dabei. Und jetzt machen wir es mal an.
Und wie ihr seht, ist das jetzt die leichteste Variation. Wir machen jetzt mal höher. Es gibt übrigens auch eine Fernbedienung natürlich dazu, aber ich mache es jetzt hier so. Ja, wackelt ganz schön, wie ihr seht. Aber es soll ja auch effektiv sein, also umso besser. Hier an der Seite habt ihr LED-Leuchten. Man kann ja auch Musik anschließen und dann würden die hier zum Beispiel leuchten.